Mit Quartember bezeichnet man viermal im Jahr stattfindende, ursprünglich durch Fasten, Abstinenz, Gebet und Almosengeben ausgezeichnete Bußtage im Kirchenjahr der römisch-katholischen Kirche. Ihre Terminierung fällt ungefähr mit dem Beginn der vier Jahreszeiten zusammen. Sinn der Quartember ist es, Gott für die Gaben der Schöpfung zu danken, die Menschen daran zu erinnern, sie maßvoll zu gebrauchen und sich auch der Bedürftigen anzunehmen. Papst Gregor der VII. Führte die Quartembertage in den Kalender der Weltkirche ein und legte sie auf den Mittwoch, Freitag und Samstag nach dem Fest der Hl. Lucia am 13. Dezember, nach Aschermittwoch, nach Pfingsten und nach dem Fest der Kreuzerhöhung am 14. September fest. Aufgrund dieser zeitlichen Festlegung entstand der Merkvers, nach Asche, Pfingsten, Kreuz, Luzei gedenke, dass Quartember sei. Ursprungsort der Quartembertage ist Rom, wo sie vermutlich Calixtus I. einführte und wo seit dem Pontifikat Gelasius I. am Ende der Quartemberwochen das Weihesakrament gespendet wird. Bereits zur Amtszeit Leos I. waren die Quartember in Rom fest etabliert. Von ihm sind etliche Quartember-Predigten überliefert. Die liturgische Feier der Quartember endete in der Regel mit der Feier einer Vigil am Quartember-Samstag mit mehreren längeren Schriftlesungen. Seit der Synode von Seligenstadt im Jahre 1028 waren die Quartembertage Fast- und Abstinenztage. Eine Brevierreform Papst Johannes, der 23., verschob den September-Quartember auf den Mittwoch nach dem 17. September, anstelle des Mittwochs nach dem Fest der Kreuzerhöhung, gefolgt vom Freitag und Samstag darauf. In dieser Ordnung wurden sie bis zur Liturgiereform gefeiert. Die Liturgiereform in der Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils behielt die Quartember bei, überließ ihre nähere Terminierung und Ausgestaltung allerdings den einzelnen Bischofskonferenzen. Die Deutsche Bischofskonferenz beschloss 1972, die Quartember im deutschen Regionalkalender künftig auf die folgenden Termine zu legen. In der ersten Fastenwoche, Frühlingsquartember, in der Woche vor Pfingsten, Sommerquartember, in der ersten Oktoberwoche, Herbstquartember und in der ersten Adventswoche, Winterquartember. Im liturgischen Kalender der außerordentlichen Form des römischen Ritus blieben die Quartember an den ursprünglichen Terminen. Die Quartembertage Mittwoch, Freitag und Samstag haben eigene Messformulare. Sie weisen eine Reihe von Besonderheiten auf z.B. in Bezug auf die Auswahl und die Anzahl der Perikopen. Mittlerweile gelten die Quartember nicht mehr als gebotene Fasttage, sondern sollen der geistlichen Erneuerung der Gemeinden dienen. Dabei soll in den Gemeinden vor allem um geistliche Berufe gebetet und auch die entsprechenden geistlichen Anliegen der katholischen Hilfswerke in die Fürbitten einbezogen werden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.